komm rein. Hi, liebe SCP-07-Fans, herzlich willkommen zum Format Zimmerduell. Ich bin Jannis und spiele heute gegen Richie, mein Zimmerpartner. Und passend zu unseren Oberteilen werde ich mit Blau für mich antworten und Richie mit Weiß für sich. Dann fangen wir doch mal an mit der ersten Frage. Wer steht morgens früher auf? Da seid ihr euch einig, das ist der erste Punkt für euch. Und wer braucht länger im Bad? Auch da seid ihr euch einig, sehr gut. Das ist der zweite Punkt. Ja, wenn wir schon mal im Badezimmer sind, wer kümmert sich denn um die Spinne im Badezimmer, wenn ihr eine Spinne im Badezimmer haben solltet? Ist jetzt noch nicht vorgekommen, ne? Doch, schon. Ist? Ja, Dicker, ganz klar. Auch da seid ihr euch einig. Drei Punkte. Und wer ist als erstes am Buffet? Schwer. Da seid ihr euch nicht einig. Du bist immer der Letzte, du schläfst. Ja, du bist der Letzte, Dicker. Wer ist denn länger bei den Physios? Auch da seid ihr euch nicht einig. Junge, du holst jetzt reicht's aber mal ganz kurz. Ich war noch nicht einmal zur Behandlung da. Du holst jeden Tag Taper. Und du bist jeden Tag, mein Rücken tut weh. Wer vergisst häufiger seine Zimmerkarte? Ah, Bruder. Da seid ihr euch einig, das ist der vierte Punkt für euch. Wer verbringt generell mehr Zeit auf dem Zimmer? Schwer. Ja. Ey, du kleiner Dummkopf. Er hat noch keine Entscheidung. Ah. Ja. Du gehst telefonieren, Digga. Da seid ihr euch einig, ja, das ist der fünfte Punkt für euch. Wer sammelt denn mehr Schritte im Trainingslager? Klare Kiste. Weiß ich jetzt nicht, Bruder, was. Klare Kiste. Da seid ihr euch nicht einig. Junge, du bist ein Stehgeiger geworden, weißt du das eigentlich? Dicker. Ach, egal, ich sag da aber gar nichts zu. Wer von euch spricht besser Spanisch? Oh, ohne viel Blabla. Ich gönn dir. Ja, das ist der sechste Punkt. Ich gönn dir. Das ist jetzt auch schon die zehnte und damit letzte Frage. Wer von euch wäre der bessere Trainer? Ganz klar, denk einfach an Autorität und Co. Bruder, hat nichts damit zu tun. Da seid ihr euch nicht einig. Junge, du kannst ihm als kleiner 1x1, Alter. Wie willst du dem Spieler was erklären? Ich sag nichts dazu, Digga. So, liebe SCP-07-Fans, wir haben 6 richtige Antworten. Wenn der Richie sich ein bisschen mehr angestrengt hätte und nachgedacht hätte, dann wären es sicherlich 8 oder 9 geworden. Können sie auch nicht in allem einig sein, aber ja, ich denke, dass wir da relativ weit vorne mit dabei sein sollten mit den anderen Zimmern und hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß und freuen uns, euch bald wiederzusehen. Also, bis bald. Ciao.